Strafen, die die 30 Strafminuten doch lügen. Die Sowjets mit ihrem dritten Sturm, Maltsev und Glanzparade von Erich Weißhaupt. Alle Spieler in der deutschen Mannschaft sind gesund und gegenüber gestern gibt es nur zwei Veränderungen. Hier noch einmal die gute Möglichkeit für die Sowjetunion durch Maltsev, gescheitert an Weißhaupt. In der Verteidigung spielen Kretschmer und Auhuber nicht zusammen, sondern Kretschmer spielt mit Scharf und Auhuber spielt mit Kiesling. Fehlende Harmonie ist die offizielle Begründung von Trainer Hans Rampf, aber ich glaube vielmehr, dass die vielen Fouls der Verteidiger Auhuber und Kretschmer der wahre Grund ist. Insgesamt gab es ja 18 Minuten gegen die beiden. Zudem setzt Hans Rampf heute 4 Sturmreihen ein, um Kraft zu sparen für die nächsten Spiele, insbesondere natürlich gegen die DDR am nächsten Sonntag. Golikow mit der Nummer 23. Drei Minuten und 42 Sekunden sind in dieser Partie gespielt und noch kein rechter Spielfluss. Beim Bulli Linienrichter Björn Färber aus Schweden. Tor. Nach 3 Minuten und 53 Sekunden das 1:0 durch Viktor Harlamov. Die Wiederholung. Fetisov. Dann kommt Harlamov, die 1:0-Führung für die Sowjetunion. Erste Strafzeit in diesem Spiel. Und wieder einmal ist es Klaus Auhuber vom EV Landshut, der 2 Minuten pausieren muss. Fünf sowjetische Spieler gegen 4 Deutsche. Maltsev. Perwuchin. Bauen Sie Ihr Powerplay auf. Alexander Golikow. Nach Belieben fährt er durch die deutschen Abwehrreihen. Nach 7 Minuten und 45 Sekunden das 2:0 für die UdSSR. Die Wiederholung. An der blauen Linie. Perwuchin, Alexander Golikow. Mühelos um Weißhaupt herum. Nur 16 Sekunden später. Das sind natürlich harte Minuten, die die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland überstehen muss. Innerhalb von 16 Sekunden also 2 Treffer für die Sowjetunion. Číslo 2, Fetisov.
Ich glaube, der Torschütze war wieder Kharlamov mit der Nummer 17. Wieder Kharlamov. Die Russen klar überlegen. Und eine 0:3 Führung, beziehungsweise ein 0:3 Rückstand, hat sich die deutsche Mannschaft sicherlich nicht erträumen lassen. Bisher eine faire Partie, aber ab und zu kommen auch einmal die Gemüter der sowjetischen Spieler, die ja weitestgehend das körperlose Spiel bevorzugen, einmal in Bewegung, alles halb so schlimm. Kapusti. Schluckshoff. Ganz frei steht die Nummer 19 vor dem Tor. Balderis. Cool. Aber das ist alles Stückwerk bis jetzt. Keine zusammenhängenden Spielzüge bei der deutschen Mannschaft. Tor! Ein überraschender Schuss von Martin Wild, der zum ersten Mal bei der Weltmeisterschaft dabei ist. Nach 10 Minuten und 39 Sekunden. Der erste Treffer für die Bundesrepublik. Von der linken Seite. Zu späte Reaktion von Tretjak. Nur noch 3:1 für die Sowjetunion. Viktor Tichonov, der den glücklosen Boris Kulagin als Verbandscoach in diesem Jahre abgelöst hat. Klaus Auhuber, der deutsche Verteidiger, sitzt ebenso wie Helmut Balderis für die Sowjetunion 2 Minuten auf der Strafbank. 15 Minuten und 10 Sekunden sind gespielt. 4 Deutsche gegen 4 Sowjets. Tormöglichkeit. Glück für Erich Weißhaupt. Das hätte ins Auge gehen können. Herr Buchin. Alexander Golikow. Wechsel bei beiden Mannschaften. Tor. Boris Michailov nach 16 Minuten und 18 Sekunden zum 4:1 für die Sowjetunion. Zunächst Vasiljev,
Dann Michailov in die kurze Ecke. Zu späte Reaktion von Erich Weidhaus. Beide Mannschaften wieder komplett und erneut wird eine Strafzeit angezeigt für Wladimir Petrov, hier die Nummer 16. Hier die Regelwidrigkeit. Lorenz Funk, Köberle, noch einmal Funk, guter Schuss und gute Parade. Auhuber, Tor! Walter Köberle von der Düsseldorfer EG hatte den Schläger noch dazwischen, 2:4 nur noch. 17 Minuten und 29 Sekunden sind gespielt. Der Schuss von Auhuber, abgefälscht von Köberle, unerreichbar für Tretjak. Und weiterhin muss die Sowjetunion mit 4 Feldspielern auskommen, denn Wladimir Petrov muss für weitere 2 Minuten auf der Strafbank bleiben, nachdem er eben 2 Fouls, das erste war bereits angezeigt, das zweite Foul direkt noch während des laufenden Spiels verursacht hatte. Weiterhin also 2 Minuten müssen die Sowjets auf Petrov verzichten. Erich Kühnhackl. Udo Kiesling. Kiesling gegen Valderis. Rainer Philipp zu Schloder, Kiesling. Und fast die gleiche Situation wie eben. Schuss von Schloder, Philipp mit dem Schläger dazwischen. Gute Szenen jetzt für die deutsche Mannschaft, aber der Puck ist aus dem Angriffsdrittel herausgerutscht und man muss neu aufbauen. Udo Kiesling, knapp am Tor vorbei. Schade, zu diesem Zeitpunkt wäre der deutschen Mannschaft natürlich ein weiterer Treffer zu gönnen. Sie hat sich gefangen, spielt ruhiger und durchdachter.
Bild. Malzek gegen Berndaner. Ende des ersten Drittels, 4:2 für die Sowjetunion. Und die Leistungssteigerung der deutschen Mannschaft in den letzten Minuten lässt vielleicht noch einiges erhoffen für die beiden noch folgenden Drittel. Das war der Anstoß zum zweiten Spieldrittel. Die Sowjetunion ganz in roten Trikots von links nach rechts. Für die deutsche Mannschaft geht es natürlich jetzt in den Anfangsminuten darum, an die gute Schlussphase des ersten Drittels anzuknüpfen. Vielleicht gelingt sogar ein dritter Treffer. Das wäre schon eine Überraschung. Alois Schloder, der deutsche Kapitän. Reindl, Bild und verzogen von Martin Hinterstocker, eine gute Möglichkeit verpasst. Solche Torchancen darf man einfach nicht auslassen, zumal wenn man frei vor dem gegnerischen Torhüter steht. Wechsel bei beiden Mannschaften. Noch einmal diese Tormöglichkeit, ganz frei macht ihn Hinterstocker, aber er bringt den Puck einfach nicht unter Kontrolle. Die Tormöglichkeit eben hätte Hinterstocker zumindest besser ausnützen können und auch die Verteidiger sind nicht immer ganz Herr der Situation, so wie in dieser Sekunde, da 4 Minuten und 41 Sekunden im zweiten Drittel gespielt sind. Schloder, Philipp, Kühnhackl, endlich mal ein gezielter und strammer Schuss von Erich Kühnhackl auf das Tor von Tretjak. Fedorov, Schluckdorf. Herrlicher Schuss von der blauen Linie von Ignaz Berndaner und ebenso hervorragend pariert von Wladislav Tretjak. Zunächst Kühnhackl, dann Schlagschuss von der blauen Linie und sicher gehalten von Tretjak. Einige gute Tormöglichkeiten also in den letzten Minuten für die deutsche Mannschaft und
Ohne weiteres hätte es sogar zu diesem Zeitpunkt 4:4 stehen können, wie gestern im Spiel der UdSSR gegen die USA. Franz Reindl. Und Erich Weißhaupt bestätigt einmal mehr, dass er der zurzeit beste Torhüter in Deutschland ist. Uli vor dem Tor der deutschen Mannschaft. Watzatko. Links läuft Köberle mit, aber der lässt den Puck unter dem Schläger vorbeirutschen. Wiederum eine gute Möglichkeit, allerdings muss man sagen, dass diese Vorlage auch etwas zu scharf war. Das haben eben die Sowjets unseren Spielern voraus, das geschickte Verzögern. Ich sagte es bereits einmal, das perfekte Beherrschen des Pucks mit dem Stock, das blinde Verständnis untereinander und Glück hier für die deutsche Mannschaft nach diesem Schuss von Alexander Golikow. Berndane, Petrov. Gute Möglichkeit für Martin Hinterstocker, der den Puck geschickt mitgenommen hatte. Und Erich Weißhaupt mit gutem Stellungsspiel. Eingeklemmte Scheibe. Noch einmal diese gute Möglichkeit für Hermann Hinterstocker, Tretjak aus dem Tor, der sich bei dieser Abwehr scheinbar verletzt hat. Etwa 16 Kilogramm wiegt die Ausrüstung eines Eishockey-Torhüters. Die Feldspieler müssen dagegen nur 9 Kilogramm. Kharlamov ist wieder da. 5 sowjetische Spieler jetzt gegen 3 Deutsche. Das muss eigentlich zu einem Tor führen. Maltsev, Lutschenko, Maltsev, Lutschenko, Berwuchin, wieder Maltsev. Zum Glück haben es die 3 deutschen Spieler geschafft, den Puck aus dem eigenen Verteidigungsdrittel herauszudrängen sozusagen. Und die Sowjets müssen erneut aufbauen. Maltsev
gute Parade von Erich Weishaupt. Nach diesem Schuss von Malzew, Hermann Hinterstocker ist wieder im Spiel. Ja, das können die Sowjets meisterhaft. Philipp. Geschickt gemacht von Rainer Philipp. Wertvolle Sekunden, nur noch 11 Sekunden muss Udo Kiesling auf der Strafbank sitzen. Sekunden noch zu spielen im zweiten Spielabschnitt beim Stande von 4:2 für die UdSSR und überraschend ein knappes Ergebnis für die Spieler aus der Sowjetunion. Rainer Philipp aus Bad Nauheim. Strafzeit für einen sowjetischen Spieler. Die Nummer 2, Fetisov, wegen Haltens. Čas 19:32. Vyloučen hráč Sovětského svazu číslo 2, Fetisov. Erneut also zahlenmäßige Überlegenheit für die deutsche Mannschaft. Auhuber, Wild, vom deutschen Eishockeymeister ist die Riesersee, Kiesling. Aber solche Fehler dürfen einfach nicht passieren. Ende des zweiten Drittels. Das dritte und letzte Drittel hat begonnen hier in der Prager Fučík-Halle. Und noch eine Minute und 20 Sekunden hat die deutsche Mannschaft Zeit, mit einem Feldspieler mehr zu ihrem dritten Treffer zu kommen, denn der sowjetrussische Verteidiger Vjatcheslav Fetisov von Moskau sitzt noch auf der Strafbank. Lutschenko. Aber die Sowjets machen das Spiel, obwohl sie einen Spieler weniger auf dem Eis haben. Lutschenko. Beljaletinov. Zwei Linienpass, erneut Bulli. Arbeit für den deutschen Mannschaftsarzt Dr. Montag. Wieder Makarov. Zwei Minuten und 51 Sekunden, 5:2
für die Sowjetunion. Noch einmal dieser Treffer. Makarov. Zunächst schießt Schluktow vorbei. Kommt dann nochmal an die Scheibe. Makarov um das Tor herum. Die Nummer 19. Jetzt bei den Sowjets. Helmut Balderis auf der Strafbank für 2 Minuten. Erneut also Möglichkeit für die bundesdeutsche Mannschaft bei 5 Feldspielern gegen 4 des Gegners. Blitzschnell reagiert von Tretjak, einer der Stützen in der sowjetischen Mannschaft. Klaus Auhuber fällt auf die Scheibe, der Landshuter heute mit einer guten Leistung. Wenngleich er wieder 2-mal auf die Strafbank musste. Und es gibt auch kaum Anlass, einen der deutschen Spieler groß hervorzuheben. Wenn die Mannschaft die Schwächen im Torabschluss und beim Powerplay 5 gegen 4 noch ausmerzen kann, dann ist es vielleicht möglich, hier und da eine kleine Überraschung zu erreichen. Damit wäre ja schon vieles erreicht. Malzew gegen Berndanner. Das ist sein Tor. 7 Minuten und 24 Sekunden im letzten Drittel, 6:2 für die UdSSR. Dieser hervorragend herausgespielte Treffer, die Sololeistung von Malzew noch einmal. Zunächst Berndanner umspielt und dann vorbei an Weißhaus. Šestou branku Sovětského svazu dal hráč číslo 10, Malce, s přihrání hráče číslo 6, Vasiljeva. Time und das bei 4 Feldspielern, denn für 20 Sekunden sitzt Helmut Balderis immer noch auf der Strafbank. So etwas darf einer Mannschaft nicht passieren. Kühnhackl. Abseits, der Puck war wieder ins Drittel hineingerutscht. 8 Minuten und 54 Sekunden sind im letzten Spielabschnitt vorüber. Macht den Hinterstock. Macht ihn wild und gut geschossen von Franz Reindl. Wild. Knapp vorbei. Möglichkeit noch einmal für Hinterstocker. Das sind diese Situationen, die man kaltblütiger ausnutzen müsste. Dann sähe vieles schon anders aus.
Wild führt sich bei seiner ersten Weltmeisterschaft recht gut ein. Zum letzten Mal werden die Seiten gewechselt. Kühnhackl. Tor! Endlich mal eine gelungene Kombination des ersten Sturms. Kühnhackl war derjenige, der die Vorlage gab, und Rainer Philipp nach 11 Minuten und 36 Sekunden markiert den dritten Treffer für die Bundesrepublik. Zum ersten Mal in diesem Turnier ist es also der deutschen Mannschaft gelungen, bei zahlenmäßiger Überlegenheit zu einem Treffer zu kommen. Wassiljew saß ja auf der Strafbank. Allerdings nicht durch gekonntes und geschicktes Powerplay, sondern durch diese hervorragende Einzelleistung zunächst von Erich Kühnhackl und dann von Rainer Philipp, der den Abpraller von Tretjak verwerten konnte. Vatatko zu Lorenz Funk. Udo Kiesling. Glück für die sowjetischen Spieler. Auhuber. Ohne Stock. Das sind diese Situationen, wo sich der Landshuter sehr leicht provozieren lässt, anstatt kühl zu bleiben, wegzugehen und damit keine Strafe zu riskieren. Helmut Balderis lässt liegen für die Nummer 22, das ist Viktor Schluksow, der längste Spieler bei den Russen, unmittelbar nach dem dritten Treffer, also 7:3 jetzt der neue Spielstand. Zunächst Balderis, täuscht an, Rückpass, Schluckdorf, links an Weißhaupt vorbei. Aber dieser Sieg gegen die Sowjetunion nützte den Polen auch nicht. Sie erinnern sich vielleicht, im letzten Spiel schoss Rainer Philipp 27 Sekunden vor dem Abpfiff noch den entscheidenden Treffer und die Polen mussten neben der DDR absteigen. Die Bundesrepublik rettete sich damals für ein weiteres Jahr den Klassenerhalt in der A-Gruppe. Balderis. Unerlaubter Weitschuss. Beide Mannschaften wechseln aus. Und eines kann man jetzt schon sagen, wenn es bei diesem 7:3 Ergebnis bleiben sollte. Auf jeden Fall hat die deutsche Mannschaft ein achtbares Ergebnis erzielt gegen den 14-maligen Weltmeister aus der UdSSR. Und die drei Tore geben mit Sicherheit Auftrieb für die nächsten Spiele, insbesondere gegen die schwächeren Mannschaften. Sie geben Moral
im Kampf gegen den Abstieg. Denn man darf nicht vergessen, dass Hans Roms gesagt hat, wir wollen oder wir müssen sogar gegen die Großen defensiv spielen. Das geht natürlich zu Lasten der Stürmerleistungen, aber bei noch konzentrierterer Chancenauswertung wäre der ein oder andere Treffer heute sicherlich noch möglich gewesen. Diese Möglichkeit für die deutsche Mannschaft, Reindl, Auhuber und Tretjak. Die letzten zwei Minuten werden angezeigt in dieser Begegnung. Bei den Sowjets einer der Auswechselspieler jetzt auf dem Eis, Lebedev, dann Erich Bühnagel. Rechts Schloder. Jetzt hat er den Druck und der deutsche Kapitän erzielt in seinem 200. Länderspiel seinen 86. Treffer zum 4:7 für die deutsche Mannschaft. Noch einmal Erich Kühnhackel geschickt den Puck nach rechts und Alois Schloder noch bedrängt, aber erfolgreich. Aus der Sicht der Torkamera bedrängt von einem Verteidiger durch die Beine von Tretjak. Eine Minute und eine Sekunde hier in der Futschikhalle zu spielen. Das Spiel geht weiter, kein unerlaubter Weitschuss. Kiesling. Die deutsche Mannschaft hat zumindest in kämpferischer Hinsicht überzeugt. Sie hat morgen einen Ruhetag und trifft dann am Samstag auf den Weltmeister der beiden letzten Jahre, die Tschechoslowakei, während die Sowjetunion erst am Sonntag wieder auf dem Eis erscheinen wird, und zwar gegen Finnland. Die Zuschauer zählen die letzten Sekunden mit. Noch 2 Sekunden. Die Sowjetunion schlägt die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland mit 7:4.